Ja, Tatsache. Wow, krass. Wie völlig anders das mit einem Schlag aussieht. Ich mag es. Oh ja. Oh, das ist so Dwemer. Das ist so Dwemer. Oh. Oh, ich will das haben als Pet. Ich auch. Das hatte ich auch gerade gedacht. Neat! Ich roll Neat! 100! Boah, ich weiß noch, wo. Und dann Oh. würfelst du eine Eins. Ja, Ja. genau. Auf jeden. Immer dann. I've reassembled a spider, but I must be able to control it. That reminds me. Did you find the crystals? Der redet über die Spinne so, als wäre es was Alltägliches. Ich finde es ziemlich cool. Splendid. Now, I Vor just allen Dingen insert them into the irgendwie rod like ist ja der so. Befehl dabei. By the way, I hope you can destroy this mechanism if it attacks us. Let's see here. Ich mag das auch, wenn so die alten Beamer-Pläne da so an der Wand hängen. Ja. It works. I knew it would, of course. Ah, hier war auch wieder ein Shelf? Buch. Ach ja. Into the tunnel you go. Now to get that door open. Oh, Light Armor. Das ist halt auch Long genau wie bei last, Skyrim. Also manche Bücher inside. erhöhen halt den Skill. Hm? We'll talk Ach about our so, ja, next hatte ich auch move gerade. inside. Ich dachte, das war Zufall oder so. Okay, jetzt verstehe Ja, wir ich's. können jetzt übrigens hier rein. Ja, das ist wohl unsere Quest. Boah. Okay. That's what I'm talking about. Auf jeden. As you see, Headman Bosek's trust in my skills was not misplaced. Nor was my faith Natürlich in müssen your wir ihm noch mehr prowess. helfen. Aber guck dir Will mal you seine assist Augen me an in your allein schon und task? so, also. Super detailliert, so gut. Ah, Ja, ist halt wirklich das despite the age Gefühl, of these das ist ruins, Skyrim. I suspect the Ja, usual ich sehe defenses schon are ganz in die Ego, place. aber das es finde finde ich ich to noch danger, besser would sogar you ein bisschen. explore the ruins to locate Irgendwie. any Dwemer generators Ein inside? kleiner Traum geht da in Erfüllung gerade. Ja, schon. Oh, voll geil, die Frage. Generator? Was ist ein Generator? I suppose I'm the only one who calls them that. Independently apportioning dynamo core is a mouthful. But the Dwemer built them to Okay, was last for machen wir mit dem, wenn wir sie generations. This finden? control rod will keep our new friend loyal Ah, to you. ja. I suspect the generators have. Ich hab grad keine Lust zuzuhören. Ich finde die Spinne so geil. Auf jeden Skorpion, was haben wir? Ein Topf. Die folgt uns jetzt. Nein. Oh, du bist so süß. Oh, Wow, hier du aber bist nicht. nicht so süß, weil die rot umrandet ist. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, Maple Bow. Das gefällt mir. Das war super. Neuer Bogen. Das ging schnell. Ist auch ziemlich cool, dass du mit dem Bogen automatisch den Köcher wechselst. Mal schön im Style. Okay, das ist cool. Keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen, auch wenn oben gerade der Kompass ist. Ich bin gerade so überfordert von dem Ganzen, weil das so super ausschaut. Auf jeden. Das ist ein MMO. Stell dir vor, Gnomeregan sähe so detailliert aus. Ach du Scheiße. Jau. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade in einem vom Stil her halbwegs Vergleichbares einfällt. Schon wieder ein Journal. Mein Gott. Dann halt echt wie in Skyrim. Du kannst jede noch so kleine Notiz lesen, um die Geschichte über die Plätze herauszufinden. Genau, das finde ich auch immer ziemlich cool gemacht. Brauchst halt vorher meistens nicht so die mega krasse Erfahrung. Du wächst halt sozusagen rein. Das mag ich auch so an den Spielen. Ah, schon wieder so ein Rezept, ein Drink, eine Flasche. Ich gucke mich auch die ganze Zeit mehr um, als dass ich eigentlich wirklich. Das ist heftig gerade. Ja. Und mir gerade so ein bisschen, es gab ja hier in Markarth, in Skyrim, gab es ja dieses eine Museum. Ich war da so viele Stunden einfach drin, weil ich das so faszinierend fand, dass da wirklich einen der Skyrim-Zeit gibt, also vierte Ära, Ah, genau. der sich da so heftig für interessiert und da wirklich auch so diese Research halt fordert. Und die ganzen Ausgrabungen finde ich super. Ja, es ist voll. Ach, diese Detailverliebtheit ist schon. Jo, das gerade gesehen hier. Jau, sah schick aus, ne? Heftig. Wir sind
hier einfach wie so kleine Kiddies am Schwärmen. Ja, es ist. Und wetten, das, was ich als Kiddies bezeichne, die sitzen da voll so, oh ja. Hm. Ja, ja, oh, ist das lame. Also in Guild Wars 2 sah alles hübscher aus. Ich finde, das hat auch ein bisschen was von Guild Wars mit den Waffenskills. Das ist ja auch so, dass du, je nachdem, welche Waffen du hast, andere Skills unten in der Leiste hast. Stimmt, genau. Excellent work. The Sark breathes again. Now for a personal project. How would you like to earn a little more coin? Mehr Kohle? Auf jeden! We are not the first to enter Bethsark. In truth, I accepted Bosek's request to explore these ruins. Und was willst du suchen? Knowledge is the greatest treasure. The Dwemer guarded their secrets as a king protects his gold. In Bethsark, the Dwemer hid a set of schematics, mechanical drawings that I greatly desire to possess. Okay, schematische Zeichnung. Ja klar, die Pläne sind ziemlich wertvoll. An easy task. Those earlier explorers likely retrieved them, only to find themselves sealed inside Bethsark through some treachery. There may be more constructs waiting on the other side of this door. You go first, dachte auch noch. Na klasse. Ja, wie immer. Wie immer. Hast du mal nach oben geguckt? Zum Glück ja. Wow. Boah, geil. Das sieht ganz schön schick aus, Mann. Rührt mich echt sehr, wenn du. Also, ich weiß, das Gefühl, wenn du das erste Mal in so eine Dwemer-Ruine reingehst bei Skyrim und dann die Lichter siehst. Ja. Das ist schon beeindruckend. Ja. Stunning. Ja, es ist wirklich ein sehr passendes Wort, finde ich, dafür. Mhm. Das trifft's auch. Ui. Da läuft aber gerade ein bisschen arg komisch bei mir. These writings could prove crucial to understanding. My brother should be able to decipher these. Interesting. Fuck. Hatte ich mir gerade aber auch was können wir nehmen, du. Erstmal alles angreifen. Ja, auf jeden. Erstmal einen Feuerball reinschmeißen. Ich bin gerade aggressiv mit deinem Haken, aber der? Oh Gott. Hier kann man wieder Schriften lesen. The Dead Man's Journal. Adobe Claims Post. Found the Island. Die rechte Brücke hat irgendwelche Fallen. Muss dann vorbeischleichen. Never trust a casualty. Das ist ein guter Spruch. Dafür sind die anderen Jungs irgendwie alle so dermaßen damit beschäftigt, irgendwie ein Wettrennen zu haben, dass die wenigsten am Looten sind. Finde ich gut. Ach ja. Ich glaube, yeah. Jeder darf mal. Gehen schön durch die rechte, schön in die Fallen rein. Links sollen Konstrukte sein. Hm. Mir ist egal. Bei Konstrukte kaputt hauen, hört sich auch gut an. Hört sich auch gut an, komm. Fallen kann jeder meistern. Wow, wir sind draußen. Geil. Nice. Geile Idee. Zwar eben schon aus der Ferne gesehen, aber ich hätte jetzt nicht wirklich für möglich gehalten, dass wir da drauf kommen. Tja, genau für sowas macht man sowas. Für solche Momente. Boah, ah, ich sehe auch gerade da drüben die Fallen. Ach ja, die das fallen. Ist ja nicht Fall. Oh, die fallen noch gar nicht auf. Okay, Leute, lasst mich mal ran hier. Come over here. Ich liebe es. Einfach alles reinhalten, was geht. Auf jeden. Ja, dass ich noch nicht den AE-Schaden habe vom Bogen. Ja, ich habe auch noch keinen AE-Schaden, noch gar nichts bisher. Schade. Das ist halt ziemlich cool. Du kannst halt, kriegst halt so eine Salve. Und wenn du dies erstmal morphst, kannst du das so machen, dass die halt Feuerschaden dann macht. Mhm. Ziemlich cool gemacht. Boah, guck dir die Lava mal an. Da rein. Hier ist etwa zum Molten Core. Oh, oh, oh. Ja. Dann müssen wir da vorne rechts, oder? Das war ein Weg. Oh ja. Ah, da sind sie doch. Note from Morantor. Polonara have arranged for your transportation and security team. Including the Khajiit. Once finished, use the spell I taught you to return to Skyrim. I will await you in the laboratory. We are close, do not fail. Morantor. Willst du gehen nach Skyrim?
Das interessiert mich so extrem, wie die Gebiete aus Morrowind aussehen. Auf jeden. Und halt oben, man zwar leider nur Yzma und Rift, aber Neugier in Rift mal vorbeizuschauen, ist schon sehr groß. Ich sollte mal mehr darauf achten, öfter mal zu blocken. Ich vergesse das immer. Du kannst auch, wenn du beide gedrückt hältst und die so eine Salve zum Beispiel schießen, dann haben die ja immer so einen roten, vorne so eine, sagt man das, so einen Winkel halt. Mhm. Und den kannst du dann unterbrechen, wenn du beide Maustasten gedrückt hältst. Okay. Splendid! This places me in your debt. What would you ask of me in return? Tja. Hm. Ich hätte gerne eine richtige Belohnung, aber naja. Oh, ein Stab! Zum Glück bin ich, Krieger. Jetzt hier steht auch übrigens, wenn du die fertig hast, dass du das completed hast. Kannst dann als Beispiel auf M gehen und ein bisschen hochgehen. Und wenn du auf die Ruinen gehst, steht halt drunter, you restored power to Brethark and uncovered. Okay. Super. Gut. Du müsstest so langsam auch so weit sein, dass du fast morphen kannst, oder? Also ich bin jetzt gerade auf jeden Fall aufgestiegen, glaube ich. Yep. Oh, zwei Attributpunkte. Da macht er dich mal was tun. Health. Auf jeden Fall Health. Und nochmal Stamina. Ich glaube, so viel Magicka werde ich nie brauchen. Sag niemals nie. Sag niemals nie. Klasse. Draconic Power. Spiked Armor ist auf 4. Ja, dann brauchst du noch ein bisschen, aber dann dürfte es nicht mehr so lange dauern. Mhm. Der Stone Fist spricht mich irgendwie an. Gegner knock und down knocken, stunnen. Just Remedy. Ah, bei Earth and Heart habe ich sogar so Buffs für andere. Kann ich zum Beispiel. Ah, dann ist das gar nicht Utility, sondern das so Gruppenbuffs, Supporter. Ja, Molten Weapons. Increases Weapons Damage of nearby allies by 1 for 45 seconds. Das ist wahrscheinlich für die, die auf Damage gehen mit Dragon Knight, so Off-Tank. Mhm. Dann noch trotzdem nützlich sind, obwohl sie nicht so. Ich bin sowieso gespannt, wie die das mit dem Schaden machen. Also, so wie ich das jetzt gesehen habe, gibt es schon Add-ons, wo du dann halt siehst, wie viel Schaden du machst, aber persönlich muss ich sagen, geht's auch ohne. Okay. Du siehst halt, ist, bei Elder Scrolls hast du ja auch nicht wirklich die Schadensanzeigen. Mhm. Stimmt. Orc Skills kann ich immer noch nichts machen. Nee. Soul Magic auch nicht. Low Slash, neuer Schlag, okay, was ist das? Achso, damit. Ach, und Fortress. Reduziert die Kosten des Blockens um 15% und reduziert Kosten von allen Einhand- und Schildfertigkeiten um 5%. Ja, das klingt nach einem guten Deal. Unlock. Gut, was Passives. Und hier ist schon wieder so ein Essenz-Runen-Ding. Das ist anscheinend nicht so auffällig, also viele lassen das liegen. Ja. Gerade mal drauf geachtet. Und man läuft ein paar Schritte und schon kommt die nächste Quest. Was? Oh. Eine Kauf mich gerade zugerannt. Okay. I work for Captain Colleen. She sent me to find you. Bei mir nicht. Oh. Just so you know. Bestimmt wieder so ein Ding, was ich irgendwo unterwegs dann bekomme. Come find us when you finish recruiting. Look for Lambour outside the door. Okay. Ich soll mit jemandem reden, sobald ich mit dem Rekrutieren fertig bin, okay. There's three folks Captain Colleen wants to help with her heist. Crafty Larissa, Jacarn and Naramo. Wollen wir weiter nach Westen oder wollen wir jetzt weiter in die Stadt zurück, von der wir kommen? Warte, ich muss erst mal gucken. Was leuchtet da eigentlich die ganze Zeit? Das habe ich gar nicht angeguckt. Ein Portal nach Port Hunding. Siehst du das nicht? Nein. Ich habe hier ein Portal vor mir. Scheint mal ein wenig buggy zu sein. Ich sehe da ein Portal. Was ist Port Hunding? Ach, das war die Stadt, wo wir zuerst drin waren. Okay. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir dahin zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du dich dann porten willst und ich laufe zurück. Oder wir gehen nach Westen. Das Video ist 30 Minuten lang.
Oh. Tja, und wieder einmal haben wir es geschafft. Und sämtliche Zeit ist verloren gegangen. Und wird Stefan das schöne Portal, das ich sehen kann, irgendwann nochmal sehen? Finden wir es beim nächsten Mal raus. Von daher, mein Name ist Alex. Obwohl, Moment, Leute, kann gut sein, dass ich beim nächsten Video schon ganz woanders bin, denn ich habe auch Bock, ein bisschen das Spiel zu genießen, wenn ich ehrlich bin. Aber beim nächsten Mal werdet ihr ja sehen, wo ich dann bin. Von daher, mein Name ist Alex. Bis dann!